Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Nico Sonnabend. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Wildlife-Fotografie. Doch heute geht es mal um das Thema Pflanzenfotografie. Es fragen mich ja immer wieder ganz viele, wie ich meine Blumenbilder mache, welches Makro ich da verwende. Und ich möchte euch einfach jetzt mal zeigen, dass ich überhaupt nicht mit Makros klarkomme. Und zwar verwende ich dafür meistens Telezooms. Bedeutet, ich mache Telemakros. Und dass das funktioniert und wie ich das mache, das zeige ich euch heute in dem Video. Und nebenbei erkläre ich euch auch nochmal, warum ich dieses RF70-200 F4L so liebe und wieso das so bombenmäßig damit funktioniert. Dann lasst uns gleich mal anfangen. Warum nutze ich kein Makroobjektiv zum Pflanzenfotografieren? Prinzipiell ist es ganz einfach, weil ich einfach mit einem Makroobjektiv nicht klarkomme. Das ist wirklich das ganze Geheimnis. Ich habe ein Makro, ich habe das EF 100 mm L, doch ich komme damit einfach nicht klar. Ich brauche ewig, um mich an den Bildstil zu gewöhnen. Teilweise brauche ich ewig, um irgendeine einen Bildaufbau zu finden. Ja, und das funktioniert mit einem Tele oder mit einem Telezoom wie hier dem RF 70-200 F4 viel einfacher für mich. Ja, und naja, was soll ich sagen? Viele denken, dass man damit vielleicht gar nicht Blumen oder kleines Getier fotografieren kann. Doch, das funktioniert. Das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Und wie ich da jetzt vorgehe, das zeige ich euch jetzt. Lasst uns mal hier runtergehen. Ja, und Canon hat diesbezüglich mich gefragt, warum ich überhaupt in das RF-System eingestiegen bin. Ja, also ich muss sagen, ich bin in das RF-System eingestiegen, weil ich einfach einen riesengroßen Vorteil da drin sehe gegenüber EF. Und zwar ist der Autofokus viel, viel schneller. Die Objektive wie das 70-200, ich hatte auch das EF 70-200 F4, also das EF-Gegenstück. War viel größer, ja, schwerer und ja, was soll ich sagen, es ist für mich persönlich entspannter, so ein RF-Objektiv zu verwenden, wie ein EF-Objektiv. Ja, die Schärfe ist meines Erachtens viel besser. Bei den großen Teleobjektiven kann ich es nicht sagen, weil ich noch nie mit einem großen RF 400, 600 fotografiert habe. Von daher kann ich nur auf diese kleineren Brennweiten eingehen. Und ich persönlich bin sehr überzeugt von den RF-Systemen. Was noch ein Riesenvorteil ist, ich verwende ja ungern Stative. Also ich habe es wirklich nur in der Landschaftsfotografie, dass ich Stative verwende. Wie jetzt hier die Kamera, die R3, die ich ja verwende, was ja meine ist, die hat ja den IBIS. Und das 70-200, RF 70-200, was mir Canon zur Verfügung gestellt hat, hat ja auch einen Stabilisator. Und die beiden arbeiten zusammen. Bedeutet, ich brauche prinzipiell kein Stativ mehr, weil der interne Bildstabilisator und der Stabilisator von dem Objektiv arbeiten so grandios zusammen. Ja, also da kam ich habe selbst mit meinem RF 1530, was meins ist, habe ich schon 2 Sekunden aus der Hand gehalten und das war scharf. Also das ist schon echt beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Und das merkt man auch gerade, wenn man jetzt hier die Pflanzen fotografiert. Viele verwenden da ja Stative. Aber mir ist das einfach zu umständlich, das Stativ auszurichten und dann mache ich wieder Pflanzen kaputt. Und so kann ich meine Kamera einfach nehmen, halte die hier, wenn ich das möchte, hierher. Da mache ich nichts kaputt und es geht halt einfach viel schneller. Für mich ist der Bildaufbau darin viel einfacher. Und das ist natürlich ein unverschämter Vorteil, weil ich schneller bin. Ich mache nichts kaputt. Das ist für mich eigentlich der größte Vorteil. Und was meines Erachtens noch wunderbar bei dem RF-System ist, sind hier vorne die ganzen Einstellrädchen, die auf RF-Linsen haben. Da habe ich zum Beispiel mein
meine ISO drauf. Und das finde ich mega cool. Das finde ich total geil, weil dann fotografierst du hier und wenn du die ISO einfach umstellen möchtest, weil du gerade irgendwelche Rehe fotografierst, habe ich mit diesen RF 70-200 zum Beispiel auch gemacht, drehst du hier einfach am Rad und da geht die ISO hoch. Ja? Und sonst hatte ich das hier auf irgendeinem Walrad oder auf der Taste ISO und habe dann auf nochmal ein Walrad betätigt. Aber so habe ich hier meine Belegung, die ich brauche. Und am Objektiv kann ich die ISO einstellen. Da haben andere die Belichtung drauf, aber die habe ich bei mir hier hinten auf dem Walrad. Von daher, das ist richtig geil, dieses Walrad hier vorne bei RF, weil du einfach schneller bist. Ja, also ich muss wirklich sagen, das hat Canon super, super gut gelöst. Und das hat es meines Erachtens auch bei jeder Linse. Auch bei den günstigen, wie mein RF 70-30 hat das auch. Und auch mit dem 70-30 kann man Tiere fotografieren, weil ich bin ja, wie gesagt, fast ausschließlich nur in den Wildlife-Bereich unterwegs. Und auch damit habe ich schon Tiere fotografiert. Und auch mit dem RF 70-200, weil viele immer sagen, 70-200, das hat aber nicht viel Brennweite, gerade für Tiere. Natürlich muss man sie dann in die Landschaft einbinden, aber das funktioniert. Ja, und Canon hat mich noch gebeten zu erwähnen, dass momentan eine Trade-In-Aktion läuft. Die geht bis zum 9. April. Und da kannst du deine alte Canon-Linse, deine alte EF-Linse eintauschen, bekommst bis zu 250 Euro und kannst die gegen eine RF-Linse tauschen. Also lohnt es sich, da mal vorbeizuschauen, wenn du eh vorhast zu tauschen. Bei zum Beispiel, das mache ich jetzt aus freien Stücken, Fotopost-Rating, der Link ist unten. Das ist mein Händler des Vertrauens. Die haben für mich immer alles schnell und easy rangekriegt, ohne Probleme. Kannst du das auch nochmal alles nachlesen. Von daher wäre das vielleicht ganz interessant. Ich gucke auch mal nach, weil das, wie gesagt, das RF 70-200 ist nicht meins. Das hat mir Canon erstmal zur Verfügung gestellt. Das habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Aber das wandert definitiv in meinem Rucksack, weil ich finde das gerade für Pflanzen unverschämt geil. Lass uns zu dem Thema mal weitermachen. Ja, und wie mache ich meinen Bildaufbau? Ich versuche immer, meine Pflanzen gegen die Sonne zu fotografieren, weil da entstehen einfach für mich persönlich die geilste Stimmung und die schönsten Bilder. Ja? Wie jetzt hier zum Beispiel. Hier sieht man schön, hier läuft der Sonnenstrahl lang und da kann man so richtig, richtig schöne Aufnahmen machen. Also ich versuche auch mal ins Hochformat zu gehen. Das lohnt sich immer sehr. Von daher traut euch einfach mal. Spielt mit der Unschärfe. Spielt mit den Pflanzen, die im Schatten liegen, die im Gegenlicht liegen. Also da kann man unendlich viel machen. Und versucht einfach mutig zu sein. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch lange gebraucht. Weil man denkt halt immer, man muss es so machen, wie es alle anderen machen. Aber das ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst. Und was ich finde, was immer noch richtig, richtig gut funktioniert, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier eine ebene Pflanzenfläche habt, ja, und ihr wisst nicht, weil das geht mir auch so, und ihr wisst nicht, was ihr fotografieren sollt, weil das sind halt unendlich viele Pflanzen, dann geht einfach mal tief und sucht euch die Pflanze raus, die aus allen ein Stück rausschaut, wie jetzt hier zum Beispiel. Weil da, mein Finger, du hast jetzt hier die Pflanzenebene und da gibt es eine Pflanze, die höher steht. Und die sucht ihr euch raus. Weil die kann man dann nämlich schön freistellen. Da kann man dann tiefer gehen in die Pflanzen mit oder unter die Pflanzen und dann die Pflanze, die raussteht, freistellen. Und man geht drüber über alle Pflanzen und stellt sie somit frei. Also das finde ich persönlich schöner, weil wenn ich das hier sehe, ja, hier sind unzählige Märzenbecher. Wie soll ich denn da die passende Pflanze in den Pflanzen überall finden? Von daher finde ich persönlich das angenehmer, wenn ich die Pflanze nehme, die oben raussteht und gut. Da kann man dann schön spielen. Und jetzt ist genau der Fall eingetreten, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Lasst euch Zeit. Ganz wichtig. Ich bin jetzt hier seit
bestimmt eine Viertelstunde an ein und derselben Stelle und fotografiere ein und dieselbe Pflanze. Und den besten Bilderfolg gibt es immer erst zum Schluss. Und hier ist auch wieder der Riesenvorteil von dem Telezoom, wie jetzt dem AF70-200. Hier kann ich nämlich einmal eine Nahaufnahme machen, indem ich einfach auf 200 mm gehe. Und wenn ich aber merke, der Bildaufbau ist ganz geil, ich zoome mal ein bisschen weg, dann zoome ich einfach ein Stück weg und schon habe ich ein ganz anderes Bild mit der komplett selben Pflanze, drehe die Kamera und es sieht unverschämt geil aus. Schaut euch das doch einfach mal an. Das ist einfach geil. Da kommen so geile Bilder zustande. Und ich muss auch wirklich sagen, ich fotografiere auch gerne eine Stunde lang nur dieselbe Pflanze, immer aus verschiedenen Richtungen oder aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist zum Beispiel auch eine, die aus allen raussteht. Ich fotografiere jetzt zum Beispiel gerade diese Pflanze hier. Ja, die fotografiere ich gerade. Und die sticht halt jetzt, weil die steht einzeln, die sticht aus allen raus. Und das macht es für mich recht easy. Also abschließend kann ich nur sagen, für mich hat der Wechsel auf RF definitiv perfekt funktioniert. Ich habe jetzt noch nicht so viele RF-Objektive, weil es ja auch eine Kostensache. Doch ich werde definitiv zu 100% auf RF umstellen. Und ja, mit der Pflanzenfotografie, mit dem Telemakro, mit dem Telezoom, macht es. Das ist so geil, das macht so einen Spaß. Ich finde es viel, viel schöner wie mit Makro. Natürlich, wenn du jetzt einen Tropfen fotografieren möchtest auf einer Pflanze oder auf einer Blüte, dann ist eine Makro schon besser. Aber wie jetzt hier, ja, das ist einfach mega geil. Dann ist das Beste, was du machen kannst, dir einen Telezoom zu nehmen und geh los. Ich habe auch mit dem RF 400, was am Langende F8 hat, ja, bei 400 mm, auch damit habe ich schon Makros gemacht, also Makros, Telemakros, und das ist so geil geworden, ohne Scheiß. Traut euch einfach. Ich mache auch mit dem 500er F4 viele Bilder, viele Pflanzenbilder. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pirschen bin und ich sehe, hey, da steht eine Waldprimel oder eine Wiesenprimel oder ein Leberblümchen oder ein Veilchen und das gefällt mir, da lege ich mich hin und fotografiere damit. Und das geht super. Das geht richtig, richtig gut. Von daher, gegen die Sonne. Lasst euch Zeit. Bleibt immer wieder bei einer und derselben Pflanze, die am besten raussteht und sehr markant ist. Versucht auf verschiedenen Richtungen. Zertretet die anderen Pflanzen nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Bleibt auf den Wegen. Egal ob NSG oder also Naturschutzgebiet oder nicht. Bleibt auf den Wegen. Und ja, wie hier, ihr seht ja, hier ist der Weg und es gibt unzählige Möglichkeiten. Irgendwann finde ich die Pflanze, die funktioniert. Und wenn ich halt eine Stunde suche, dann suche ich eine Stunde. So ist das eben. Ja, und wie gesagt, die Trade-In-Aktion, wer tauschen möchte von euch Canon-Usern, macht das. Es lohnt sich definitiv und da kann man auch wirklich Geld sparen. Schaut gerne mal vorbei. Unten ist der Link zu meinem Fotoladen des Vertrauens. Ja. Das war der kleine Ausflug in die Makrowelt. Wenn ihr dann aber zum Beispiel auch noch im Tierfotografiebereich unterwegs seid und ihr wollt noch wissen, wie man sich richtig tarnt und wie man seine Kamera einstellt, wie man überhaupt bei Wildtieren vorgeht und wie man gute Stellen findet, dann schaut mal unten noch, da ist ein Link zu meinem E-Book, den 1x1 der Wildlife-Fotografie. Und da geht es um alles, was ich jetzt gerade genannt habe. Wenn ihr auf den Link geht, müsst ihr nicht gleich kaufen, da könnt ihr auch sehen, was abgeht und ihr könnt immer noch entscheiden, ob ihr investiert und schneller zu eurem Bild kommt oder ob ihr weiter rumprobieren wollt. Ja, das war's mit Eigenwerbung. Folgt mir gerne auf YouTube, folgt mir gerne auf Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!